Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Godi.3 mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das wäre von Professor Inukai bedroht zu werden. Dass er uns quasi in einem Aschesturm verschlingt, wenn wir ihm nicht Fiemaus händigen. Naja, Fiemaus händigen war noch nie unsere Stärke. Dementsprechend, wie können wir uns durchschlagen? Dr. Inukai, was für ein Betrüger. Ich hoffe zwar, wir können das Blatt irgendwie noch wenden, aber wie dem auch sei, der einzige Weg führt vorwärts. Durch Aragami durch. Nee, wir haben sogar noch Zeit für eine Side-Mission, wenn wir wollen. Cool. Beide sind schwach gegen Eis. Anomalie, der auf dem Resonanzradar entdeckt. Aschedichte und Aragami-Zahl steigen aus unbekannten Gründen. Bringt das Gebiet schnell unter Kontrolle. Die Einschätzung der Situation unterliegt primär den Agenten von Ort. Es gibt eine unbestätigte Meldung zu einem Aschesturm. Ist das schon Stufe 5? Ja. Ich kann gar keine anderen annehmen, obwohl es... Okay, macht wahrscheinlich auch Sinn. Jetzt musst du mir aber klären... Mittlerer Kristall. Okay, gut. Das war das einzig Wichtige. So, wir müssen aber Eiswaffen auswählen. Brandring wird uns nichts viel bringen gegen einen Sonnengott. Aber dafür haben wir zum Glück den Frostring. Bald vielleicht einen besseren Armitring. Frostring ist, glaube ich, der bessere von beiden. Ja, ziemlich sicher, ja. Doppelfrost und so. Cool. Dann geht's diesmal mit Blau auf die Jagd. Ja. Wir gehen auf die Jagd nach dem. Nach dem Duo hier. Wir nehmen diesmal sogar wieder, weil es ein Asche-Aragami ist, viel mit. Wurden sowieso die meisten verbessert. Nehmen wir gleich. Ändern wir gleich mal das ganze Team. Jo, ich habe alle verbessert. Es könnte eine Falle sein. Kommt also halt zurück, hieß es da noch. Ja, wir hoffen jetzt mal nicht. Wir müssen ja nur einen relativ schwachen Gegner bekämpfen und einen Asche-Aragami. Glücklicherweise den schwächsten aller Asche-Aragamis. Wenigstens ist der Vogel schon da. It's best to assume Dr. Inukai already knows what we're up to. Work quickly, before he sets off an outstone. Yep. Let's do it. Whoa! Make contact with secondary and yes. That'll Dad, holen wir uns erstmal wieder Burst. Mehr Burst. Und dann töten wir den Armen. So, und jetzt können wir uns den Vogel widmen. Vielleicht. Oh, dort hinten sind. Ne, lassen wir den mal. So. Oh, kommen die beide gleichzeitig? Das wäre ungünstig. Wir den hier noch schneller erleben. Gut. Nein, nicht, was ich wollte. Ja, hatten wir schon bis nach. Das heißt nur, dass wir den hier schneller erledigen müssen. Nein, komm nicht nochmal. Wir müssen ja immer Angst haben, dass es sich nochmal umdreht. Okay, aber von dort oben. Kommt dann direkt auf uns zu. Naja. Wir sollten trotzdem versuchen, den Vogel zuerst zu erledigen. Ich
habe wenig Probleme damit, einen nacheinander zu jagen, aber zwei miteinander. Oh. Ja. Und kaum ist Ra da, kommt wieder der Spezialsong. Es ist der Ra-Song. Da kommt was Großes, oder? Aber zum Glück nicht auf mich zu. Geht mal. Na, da, jetzt kam er wieder mit dem dritten Mal. So. Aber das ist perfekt gerade. Ich sehe dich so nicht. Aber wenn sie den... Ich kann den Vogel hier alleine ziemlich gut unterhalten. Solange sie mir nur den Ra vom Hals halten. So. Nicht gut. Wieso war das? Ich hab den Burst erst zu spät bekommen, ne? Jede kleine Bewegung von dem. So, und wir können noch. So, ein. Zwei. Ball weg. Hoffentlich. Nicht gut. Gib mir. So. Herrlich. So muss ich das anfühlen. Lebt er noch? Ich kann nicht. Genau, das ist hier gehört. Jetzt sollte es einfacher werden. So, Ra. Niemand gesagt, dass es einfach werden darf. Aber wenn ich ihm hier ein bisschen Eis auf die Pelle geben kann, dann... Zum Glück geben die mir die ganze Zeit Burst, obwohl ich brauche es zum Abfeuern meiner Waffe nicht. Egal! Oh. Nope. Feuerball. Zu viele Feuerbälle. Echt so? Das war unfair. Ja, zum Glück habe ich die beste Heilung hier. So. Wow. Bin ja schnell. Zu früh runtergefallen. So, können wir dich bitte am Boden behalten? Also, ideal. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, bringt das Zeug nicht zu mir. So. Und da teleportiert er sich wieder. Ja, gut, was? Von mir aus. Dann kriegt er halt noch seinen Burst. Ja, werf du mit Zorn. Oh, Fiend wurde besiegt. So natürlich nicht, oder? Oh.
dort auftauchen willst, von mir aus. Das ist der beste Angriff, den ich habe. Okay, nicht das. Puh, das ist schade. Und man muss direkt dafür treffen. Ich habe keine Lust, jetzt hier noch zurückzuwechseln, weil ich hier keinen Durst mehr habe. Er rennt hier mit Schaden weg und ich renne nach mit dem Laser hinterher. Perfekt. Da wurde mir sogar noch Burst geschenkt. Und noch nicht ganz. Teleportiert es sich noch. Wow, der kam von weit hinten. Ich hab gedacht, ich komme noch hinter ihm. Ist das der Laser? Nein. Nein, war nicht der Laser. Ich habe gerade noch das Feld sich ausbreiten sehen. Na, jetzt, wo ich nicht mehr da bin. So. Oh. Wie wär's mit nein? Oh, ich habe nicht mal mehr richtig getroffen. Ich glaube, das waren nur die Blitze. I have heard enough of your crude language, Dr. Inukai. You will be picked up soon. Oh. This is the Governor General. Who do you think I am? What is the meaning of this? Let go of me! What was that all about? Da bekommt ein verrückter Wissenschaftler seine gerechte Strafe. Wahrscheinlich ist das nicht das Letzte, was wir von Inukai hören. Wäre aber schön, wenn es so wäre. Ah, zwei neue Ringe. Okay. Halbmond H und Heliohülle 2. Standardmineral. Grobes Aschenkernstück, das nehme ich auf jeden Fall. Und mittlerer Kristall, genau was wir haben wollten. Das hätte nicht viel besser ausgehen können. Ich nehme die Axt der Apokalypse. Ich nehme den mittleren Kristall. Und die Heliohülle 2. Ich nehme alles. Let me go. I'm innocent. Those from the Chrysanthemum are the real traitors. Arrest all of them. This is most unseemly, Inukai. We received the news of your support for the Crimson Queen from your own forked tongue. On this very vessel. What? What are you doing here, Governor General? Send Dr. Inukai to Mission HQ. Let go of me! Hands off! Without me, Gleipnir's technology will fall 20 years behind. Do you want that, Governor General? Accept your punishment, Inukai. Let go! Get off of me! Did we play our role well enough? You mean you were just trying to sniff out a traitor?
My deepest apologies for endangering you. You will be awarded with appropriate compensation. So this was all planned out from the moment we left Mission HQ. Come on, Hilda. You gotta tell us this stuff. I'm sorry for keeping this from all of you. I had to keep the plan a secret to protect the Governor General. I should have known that Inukai would have never let Fim go free. We had to help out in order to avoid future problems. You have done us a great service. Your skills are most remarkable. Thank you, Hilda. My escort should arrive soon. I'm sorry I wasn't able to provide better quarters. To the contrary, being in a place like this suits me better than a stifling meeting room. Please, take good care of Hilda for me. We will. I do understand that you ages have a great burden to bear. However, in order that humanity might survive these desolate times, I'm afraid it is unavoidable. I beg your assistance in this. I must go. Until we meet again. I'll walk with you. Hey, Hilda. Can we talk about Werner at some point? Sure. Let's talk once I get back. So, you and Werner were students in the same lab, is that it? Yes. He was a gifted researcher. Everyone had their eyes on him. He was intelligent, hardworking, and genuine. Those traits attracted me. The world was still being ravaged by Aragami, but for us, they were tranquil days. I had faith that we'd be side by side like that forever. Wenn ich das nur, ist die Musik gerade unglaublich laut. To the Governor General. Ich rate mal, da ist der Vater. Aber das ist am Prinz Blaue hinaus. It's something I noticed before. You two seem to go a long way back. That's because Vater? Werner is the Governor General's son. Okay. So this is all a father-son quarrel? Everyone in the area who survived the owes it to the Governor General and Gleipnir. But there are many sacrifices as well. That includes the existence of ages. Werner could never accept those sacrifices. He threw himself into the fray to protect the weak who were written off by Gleipnir. And then he formed the Crimson Queen. Yes. But I wonder if there wasn't a way to stop him. If I had been braver, like all of you, maybe things could have been different. If I could stand up to the world's despair. Ja. Sie hat das gemacht, was sie konnte. You should listen, Hilda. You really did fight in your own way. Your port is a paradise, and this ship, you've got ages, regular god-eaters, and a mess of kids. Everyone does what they can and helps open the door to a new tomorrow. We might not be related, but we're a family. All of that is here now because you never gave up. You kept fighting. Thank you. You're both right. We need to look toward the future, not the past.
Let's head on home, Hilda. We don't want to get surrounded by Aragami again. Right. Let's go home. Everyone, to your stations. This vessel is returning to Mission HQ. Ja, die Musik ist wieder normal laut. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden, was sie gesagt haben. Und sonst hat man ja die Untertitel. Alle Familie. Meine Familie glücklich. Ja. Das liegt mir nicht mehr auf der Seele, aber das sollte ich wohl nicht laut sagen. Es ist aber wirklich eine Erleichterung und auch gut für das Selbstvertrauen. Auch wenn wir später noch auf die blutrote Königin treffen. Wenn sie uns in die Quere kommen, schmeiß ich sie im hohen Bogen raus, bevor sie Piep sagen können. Ich schulde es allen, die ihr Leben diesem Konvoi anvertrauen. Denn ich bin Hilda Henriquez und mir gehört dieses Prachtschiff. Oder Prachtstück. Okay. Wenn ich raten dürfte, würde ich behaupten, Inukai wird von der blutroten Königin aus dem Gefängnis rausgeholt und setzt dann einfach seine Forschung bei der blutroten Königin fort. Ist ja zu unserem Problem. Naja, zuerst müssten wir mal auf die blutrote Königin treffen. Familie. Ich hatte früher auch eine Familie. Vater, Mutter und Geschwister. Ich kann mich weder an ihre Gesichter erinnern, noch weiß ich, ob sie noch leben. Aber darüber will ich mich nicht beklagen. Ich will das Leben in vollen Zügen genießen. Ich bin zufrieden und glücklich mit meiner Wahl. Und hier haben wir auch nichts. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt viel über... Oh, ich wollte noch nicht zur Brücke, ich wollte zuerst ins Labor. Familie, ja. Mein Bruder würde es nie zugeben, aber wir beide wissen, wie das ist, wenn man seine Familie verliert. Unser Vater, unsere Mutter, unsere älteren Brüder. Menschen sterben so schnell. Auch Sieg und ich hätten fast nicht überlebt. Es war wirklich hart. Für mich ist das der beste Weg, am Leben zu bleiben, alle Tricks meiner Kunst zu kennen. Wenn man alles gibt, um sein Talent zu meistern, hat man viel bessere Chancen, länger zu überleben. Das war ein wirklich guter Rat, den mir mein Vater vor seinem Tod gegeben hat. Ja, ein richtig guter Rat. Lerne so viel du kannst und nutze, was du kannst. Und weißt. So. Familie, ja. Gehöre ich auch dazu? Ja, absolut. Also, die Antwort kam so schnell, das macht mich richtig froh. Familie klingt richtig gut, findest du nicht? Ich dachte, ich hätte meine Familie für immer verloren. Darum freut mich das jetzt noch mehr. All die Menschen, die so unterschiedlich aufgewachsen sind und jetzt wie eine Familie leben. Ich finde es einfach wunderschön. Jupp. Mann, warum musste Hugo bloß sowas sagen? Ich will nicht mit solchen Leuten wie in einen Topf landen. Verstehst du, was ich meine? Mit solchen Leuten? Hey, was grinst du so? Was denn? Hab ich etwa etwas Ungewöhnliches gesagt? Tja, das denke ich auch. Ich weiß nicht einmal, wie meine Eltern aussehen. Vielleicht sollte ich lieber den Mund halten. Aber hey, das alles war nur meine ehrliche Meinung. Jeder Einzelne auf dem Schiff ist für mich wie Familie. Sie bedeuten mir alles. Und was hat Ricardo zu sagen? Nimm es Hilda nicht zu sehr übel. Es ist, wie sie gesagt hat, sie wollte die ganze Situation mit Werner nicht verschweigen. Das sind Erinnerungen an ihre Jugend. Ich verstehe, warum sie daran festhalten will. Es ist nur etwas naiv. Was wir zu sehr für uns behalten, verlieren wir am Ende immer. Sie tut so, als würde es ihr nichts ausmachen, aber ich weiß, dass es anders ist. Und hey, wenn ich sie so verletzlich sehe, dann habe ich sofort das Gefühl, ich muss für sie da sein. Ja. Wir wissen immer noch nicht genau, wie er bei ihr gelandet ist. So, Nahkampfwaffen, ich will schauen. Ich kann die Heliohülle noch nicht upgraden. Ich müsste Ra noch ein paar Mal töten. Danach wird sie aber richtig, richtig gut. 140 und das ist 146 mit einem Haufen Feuereffekt. Den könnte man immer noch nicht. Den natürlich auch nicht. Cool, ja. Die Heliohülle, sobald ich es kann, werde ich's. Aber so lange gehen wir mit dem Amidring auf die Jagd.
Ja. Ja. So. Amitring A. Und später irgendwann mal die Heliohülle. Ja, das ist als Upgrade gut genug. Schusswaffen könnte man das Bestiengebrüll. Zum Höllengebrüll, das hatten wir schon mal. Und Schilde, gnadenlos, Zuschauermützel. Den hatten wir auch schon. Herstellen, Nahkampfwaffen, gibt's da? Nope. Praktisch nichts Blaues. Schusswaffen. Nur der blaue Donner. Schilde. Auch nichts Neues von Burst-Kontrolleinheiten. Ja, das hätte ich, glaube ich, gesehen. Okay. Gegenstände. Nehmen wir einfach schnell mit, was wir können. Ausrüstung haben wir auch alles, was wir so haben können. Mondlichtklinge mit Wirrenwind. Ja. Natürlich ist Aufwärts ist das Einzige, was wir noch nicht haben. Hm. Okay. Ich glaube, haben wir jetzt wieder voll Amit, oder? Amit, Amit, Amit. Ja, wir haben voll Amit Ausrüstung. Ja, das heißt, ich warte jetzt eigentlich wirklich nur noch, dass wir noch ein paar Mal die Heliohülle, also dass wir noch ein paar Mal Ra besiegen müssen. Für einen Benu-Schaft und einen Benu-Tobus. Dann hätte man sogar eine noch bessere Waffe. Gut, ich würde dann aber sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir wahrscheinlich mit der Story weitermachen. Wir hatten noch eine optionale Quest, die wir nicht annehmen durften. Vielleicht wird die noch ziemlich interessant. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.